Ja, wir sind auf der Deponie von Nielsen am Fahrwiesendamm und um 10.42 Uhr haben wir eine Feuermeldung von hier aus bekommen. Es brennt Sperrmüll auf einer Fläche von ca. 20 x 30 Meter. Wir haben dem Meldebild entsprechend Einsatzkräfte der Feuerwache 1, Feuerwache 7 und zwei freiwillige Feuerwehren in den Einsatz gestellt und jetzt laufen gerade seit über anderthalb Stunden Löschmaßnahmen, die die Wirkung entfalten. Ja, in der ersten Einsatzphase des Brandverlaufes hatten wir eine verstärkte Brandrauchentwicklung dann auch, die allerdings über die Wiesen von hier aus dann recht flach abgezogen ist in unbewohntes Gebiet. Dennoch haben wir präventiv eine Info an die Bevölkerung ausgegeben, dass mit Geruchsbelästigung auch zu rechnen ist. Ja, wir rechnen mal damit, dass wir noch 3-4 Stunden hier zu tun haben auch. Wir gehen jetzt in die Phase der Nachlöscharbeiten mittlerweile schon über. Die offensive Brandbekämpfung der Ersteinsatzphase, die haben wir schon hinter uns. Die hat Wirkung gezeigt jetzt auch und jetzt arbeiten wir uns an die Brandnester ran, die tiefliegenden Brandnester. Und gehen davon aus, dass wir noch 3-4 Stunden zu tun haben. Ja, wir befinden uns hier am Fahrwiesendamm. Wir arbeiten hier, entsorgen hier den Sperrmüll der Stadt Bremen, Gewerbeabfälle, die Materialien bearbeiten wir hier und sortieren sie. Durch Eigenentzündung, wahrscheinlich ein Lithium-Ionen-Akku, davon gehen wir mal davon aus, der nicht fachgerecht entsorgt wurde und einfach da reingeworfen wurde, hat sich das selbst entzündet, ohne dass wir irgendwie Einflussnahme darauf genommen hatten. Und das ist immer das Problem für uns Entsorger, dass bei uns die häufigen Brandbrände entstehen. Wir haben viele Präventivmaßnahmen auch eingestellt, indem wir hier Wärmebildkameras installiert haben, die uns auch nachts zum Beispiel rechtzeitig informieren, dass hier ein Brand entsteht und man da schon schnell löschen kann. Kann da jeder Bürger seinen Beitrag dazu leisten, dass er auch jeder Arbeiter, der an einem Bau arbeitet oder so, nicht die Akkus einfach in die Container reinschmeißt. Wenn man sich die Akkus mal anschaut, da steht auch immer drauf, dass es nicht in die Mülltonne gehört, dass es nicht in den Sperrmüll gehört, sondern dafür gibt es die Bremer Stadtreinigung. Die haben eine fachgerechte Fahrzeuge und Stellen in Bremen, wo man die Sachen auch hinbringen kann.